Ja, hallo ihr Lieben. Ich wollte heute nochmal oder Fortsetzung, welchen YouTube-Kanal schaust du? Und ich schaue noch, warte mal, Butze. Er lädt jetzt mal. Ich gehe da mal drauf. Und dann kann ich euch das zeigen, was es da gibt. Ja, der Butze. Ganz interessante Videos. Meistens mit Spaß und auch einige andere Informationen, was man so in der Weltgeschichte machen kann. Genau, und dann hier. Ich weiß nicht, ob ich den schon vorgestellt habe, glaube ich nicht, ne? Chaos, Keks und tanzende Stern. Das ist ein Kanal von Uschi und ja, da tut sie ihr ja immer irgendwas mal klein posten. Aber es sind wirklich nur Sekundenvideos meistens oder so eine Minute oder zwei. Und auch manchmal sehr, also ist eigentlich, finde ich, ganz, ganz lustig. Genau. Und dann kommen wir jetzt mal zu Marcel. Ja. Sein Kanal ist auch ganz informativ mit ja, allen möglichen. Warte mal, guck mal rein, noch mal ein bisschen. Genau, Selbstversorger, Wildkräuter oder wie man Lebensmittel rettet und so weiter und so fort. Und hier ein ganz neuer Kanal, die Christina oder via Chris Tara. Und naja, irgendwie fehlt da noch was, finde ich. Übersicht hat sie da irgendwie noch, also die ist noch im Aufbau, sag ich mal. Bei mir ist ja, wenn man auf meine Seite kommt, kann man ja schon auf der Übersicht die Top-Videos und so sehen, ne? Aber ich finde es schon mal gut, dass sie jetzt hier oben schon mal so ein Hintergrundbild hat und ja, auch ein großes Bild von sich so. Es wird. Und ich sag mal, sie hat auch schon gut 9 Abonnenten. Ich dagegen, schade drum, irgendwie sind es jetzt nur noch 8. Wahrscheinlich hat sich da jemand, hat gedacht, naja, ist doch nicht so ganz interessant, was sie Anja hier so treibt. Aber, was soll's? Ich mache einfach weiter. Und, genau. Stellt euch noch einen Kanal jetzt vor. Die Energie und Wohlbefinden von Gertrud Ebner. Die hat hier auch jetzt gerade ihr Updates nur. Genau. Ist auch ganz nett. Aber ich sag mal, ist gerade nichts Neues bei ihr drauf, zu sehen und zu hören. Ich schaue mal hier gerade auf der Seite, was ich sonst noch so Schönes für euch habe, die ich noch nicht vorgestellt habe von dem letzten Mal. Die Irmgard Bronder, die hat auch Videos mit Kräuter oder hier die Tierzeichenbedeutung und ja. Und ist, ich sag mal, immer fast täglich gibt es da neue Videos bei ihr. Genau. Ja, das war es erstmal von mir heute. Ich wollte das nicht mal so lange, also so lange, langes Video machen wie das erste Mal, wo ich euch das ja hier fast 20 Minuten, was weiß ich, wie viele Kanäle, ich habe gar nicht hier, das ist jetzt das letzte Video davon. Naja, ich habe gedacht, ich mache das heute mal sehr kurz. Oder kürzer. Und ach ja, bevor ich ganz weggehe, hier noch Jack Tengo, der macht ruhrpottisch Märchenstunde. Genau, wenn es euch interessiert, so ein bisschen Comedy und Hörspiel von allen möglichen, ja, was haben wir denn da? Märchen, der eine.
und das andere Märchen. Er hat noch nicht alle durch von den ganzen Märchen und naja, so viel dazu. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video hier und mit den ganzen Kanälen, die ich natürlich in der Infobox hier gleich auch euch verlinke.